Brüder. Nochmal? Gott, dass die immer hinter der Mauer lauern. Es ist nicht. Oder auch nicht. Gut. Weh, du schießt jetzt. Oh, okay. So, Mantis-Lackierung. Okay. Gerade ist hier so blau-silber. Rot-silber ist auch cool. Der ist klüger als sein Kumpel. Oder doch nicht. Ich will diesen Bogen haben. Gut. Also, dann würde ich sagen... hier hoch. Sehr schön. Oder auch nicht. Und hier ist wieder eine. Nein. Krass. Ah, hier sind wir. Ah ja. Okay. Ich bin bereit. Brauche ich aber nicht. Oh. Sollten die nicht kämpfen gegeneinander? Oh, da ist noch was. Die ist irgendwie verpackt. Ich schau mal kurz, bevor ich darunter springe. Weil ich glaube, ich kann da darüber. Aber was mache ich dann da? Ich weiß nicht, ob ich links daneben. Nee, ich glaube, da sollte ich nicht drauf. Gut. Kann ich den an? Hallo. Der hat es trotzdem noch geschafft, ne? Gut, hey. Neuer Skin. Oh, es war also was drin. Neuer Lichtschwertschalter. Interessant. Den schauen wir uns später auf jeden Fall mal an. Ist da jemand? Hallo. Da geht's rüber, dann will ich mal wetten, dass ich da nicht rein kann. Oh. Oh, ich kann da. Ah, Abkürzung freigeschaltet. Cool, dann wird jetzt gespeichert. Woohoo. Oder soll ich mich... Doppelt-Dang-Dang. Sehr schön. Soll ich mich jetzt ausruhen? Dann sind da oben halt wieder die... Ja, doch. Dann sind da zwar wieder die drei Leute. Aber ich kann ja jetzt durch die Tür durch. Und das ist es wert. Wir werden dich zur Strecke bringen! Erledig den Fremden! Alle werden fallen, genau wie dieser Fremde. Ja.
Wie war das? Da sind nur die drei. Ich wollte halt den Sprintangriff mal ausprobieren, aber ja. Eine Bedrohung von unten. Da. Es ist nichts. Bereit zum Sterben, Jedi? Achtet darauf, wohin eure Geschosse fliegen. Ich hab ihn getroffen. Stim, hierher. Er darf sich nicht regenerieren. Mulder, zu mir! Du bezahlst, du mich Kerl! Du bezahlst jetzt dafür. Hilf mir! BD1, Stim! Das hat ja sehr gut geklappt. Oh, Mann. Meine Güte. Gut. Nochmal ausruhen. Ich muss die... Ich muss das schaffen, die ohne Slim zu killen. Weil sonst bringt das ja nichts. Vor allem, die sind echt einfach. Das kann ich echt machen. Ah, Mann! Schnell, bevor er sich erholt! Jedi, Schwächling! Schnauze, ich hab dich schon mal getötet. Was ist denn da los jetzt? Jetzt fangen die halt an mit ihren aufgeladenen Schuss. Den kann ich natürlich nicht dodgen. Den muss ich dodgen und kann ihn nicht wegwerfen. Zurückwerfen, so. Fremder, da drüben! Brüder! Wir müssen diese Sache beenden! Mehr als Beinarbeit hast du nicht drauf! Naja, das war jetzt aggressiv gespielt, aber mei. Ja, egal. So, gut. Also. Ah, da unten geht's auch noch weiter. Okay. Hier ist ein Seil nach ganz unten. Ah, das ist ein Aufzug. Okay. Interagieren. Ach, das ist eine Werkbank. So, so. Aber was machst du da jetzt? Kommst du jetzt, machst du jetzt einfach so den Griff dran? Was? Nee. 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 Wie hat er sich jetzt ein Was? Wie hat er sich jetzt ein Doppellichtschwert gemacht, einfach so? Da fahrt doch nichts. Wir haben auch nichts gesammelt. Hä? Das Doppellichtschwert, das Doppelklingenlichtschwert, okay. Ist in der Punktur Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen. Blocke nach dem erfolgreichen Abwehren eines Blasters weiter, um weitere Bolzen auf den. Hä? Ja?
Ah, jetzt kann ich das anpassen, ne? Ich mache nämlich, glaube ich, das Orange wieder weg. Sender. Weil ich glaube, ja, grün oder blau? Blau ist... Also, an sich, meine Lieblingsfarbe ist blau. Aber blau ist so normal. Ja, oder ich behalte noch... Nee, komm. Ich mach's blau. Sender. Nee, das ist schon cool. Schalter. Der ist schick. Der ist ja schick. Hülse? Ah, nee. Nee, der passt schon besser jetzt. Material. Das ist so ein bisschen Bronzefarben. Oder angelaufene Bronze. Das ist ein bisschen so bläulich. Ich glaube, das passt besser zum blauen Lichtschwert dann. Okay. Okay. Und, genau. Ich habe nämlich, das Lichtschwert jetzt, das doppelte, Doppelklinge, Umgebung, ja. Hi. Stell dir vor, du chillst da und dann plötzlich fliegt da so ein Doppelschwert-Jedi rum. Und, ja. Klatscht die Wand. Ich habe da gerade überhaupt nichts gesehen. Das war blöd. Das ist blöd. Ah, aber jetzt können wir das Doppellichtschwert ausprobieren bei gegen die anderen. Oh, oder doch nicht. Achtet auf Krabbler. Wir sollten eine erhöhte Stellung beziehen. Uns wird nichts passieren. Die Schwertstreiche, also wenn ich den Gegner jetzt treffe mit einem Streich, mit einem Lichtschwertstreich, dann macht es nicht so viel Damage wie mit einer Klinge. Also, so kam es mir gerade vor. Warte, gibt es hier noch was? Ich glaube nicht. Also, ich dachte, wir müssen da rein, aber nein, wir müssen da rein. Gut. Auf jeden Fall ist hier irgendjemand. Dann nehmen wir mal das Echo wahr. Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Oh. Sammle einen weiteren und maximale Leben zu erhöhen. Der Fremde. Jemand kam auf die Ruine zu. Ich fühlte die Anziehung einer dunklen alten Energie. Ja, das könnte dann der Darth Maul gewesen sein. Gut.
Hier kann man jetzt runterjumpen. Sollen wir das? Ja, komm. Mal kurz speichern. Und raus hier. Wobei, wir haben einen neuen Fähigkeitsbaum jetzt schon. Das ist ja krass. Fertigkeitsbaum. Dann gehen wir mal hier rüber und machen die Macht. Weil irgendwie hier sehen wir nichts. Also hier können wir eigentlich weitergehen, aber das ist wahrscheinlich vorgegeben, dass wir uns hier nicht irgendwie hochskillen können. Oder für die anderen Bereiche OP sind. Ich hab dich gehört. Dein Leben ist verwirrt. Angriff! Schluss mit der Verzögerungstaktik. Das hat mich gerade ein bisschen überrumpelt. Etwas überrumpelt. Nur ein ganz kleines bisschen. Das ist so ein kleines Müh. Oh Gott, okay. Dann nochmal meine Lieblingsfeinde. Eine Bedrohung von unten. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Brüder, helft mir! Brüder, Attacke! Erledigt den Eindringling! Du entkommst mir nicht, Jedi. Zusammengeflickt. Wie die anderen dich jetzt in den Stich gelassen haben, ne? Der Eindringling ist da unten! Ha. Na gut. Genau, da bin ich gerade da lang gegangen. Und jetzt können wir ja mal schauen, was hier so ist. Nichts. Achso, das ist quasi eine Absicherung, dass man nicht runterfällt. Das ist ja lieb. Weggefährt. Was? Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Was? Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Ja. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Fremde. Nach der Landung auf Dathomir kämpfte Cal und Speedy One gegen eine Schwester der Nacht, die sie aufforderte, den Planeten augenblicklich zu verlassen. Als sie sich weigerten, befahl sie einigen Brüdern der Nacht, sie anzugreifen. Kurz nachdem sie der Gefahr entronnen waren, traf Cal und BD One, ein Wanderer, der vorgab, Sephiroth-Ruinen zu studieren. Das hat er doch gar nicht gesagt, das war Sephiroth-Ruinen. Naja, wer er ist und was er wer er ist und was aus der Schwester der Nacht wurde, bleibt abzuwarten.
Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Okay. Aha. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Gib auf dich acht, Reisender. Na gut. Ja, so hoch komme ich nicht. Richtig. Ja, weit. Ja. Hä? Was? Das heißt, das da soll ich erstmal... Ja, okay, das soll ich erstmal lassen. Okay, dann erkunde ich mal das da hier. Okay. Na schön. Kann ich hier runter? Wäre natürlich cool. Nee, kann ich nicht. Da schwebt er einfach durch. So. Wuhu. Wie er schon automatisch sein Bein zur Seite drückt, ne? So. Aber hier komme ich doch nicht mehr. Hier komme ich doch nicht mehr zurück. Nee. Nee, da komme ich nicht mehr zurück. Ich muss irgendwas mit den Aufzug machen. Weil auf den alten Weg komme ich nicht mehr zurück. Entschuldigung, das musste ich gerade mal machen. So, okay, wie komme ich da wieder zurück? Hilf mir mal, BD-8. So. Also, das hier habe ich alles mehr oder weniger durchforstet. Ja, nee, da unten ist gar nichts. Da unten ist gar nichts. Okay, dann muss ich versuchen. Ja, okay, dann muss ich es wirklich versuchen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das klappt. Dann kann ich ja nochmal ausruhen. Ich muss ja jetzt nicht mehr zurück zu denen. Nee. Vielleicht muss ich einfach weiter hochklettern, ne? Warte, kann ich weiter hochklettern? Oder ich schwing einfach. Ohoho. Bereit zum Sterben, Jedi? Und ihr? Deine Schläge sind schwach. Er zittert vor Angst. Verhindert, dass er sich bewegt. Verhindert, dass er... Ja, wieso? Entschuldigung. Hey.
Warte. Ja, okay, der mag das nicht so anmachen. So, das da ist immer noch geschlossen. Genau. Diese Tür bewegt sich nicht. Ach so.